Jetzt wünschen wir unseren zweiten Wunsch. Wir setzen jetzt unseren zweiten Wunsch in Bewegung. Du hast, wie gestern, deine Ritualkerze vorbereitet und auch deine Wünsche. Du wirst jetzt wieder einen daraus ziehen. Und nicht die Hände verbrennen dabei. So, und weil heute Weihnachten ist, wird dieser Wunsch heute von vielen Engeln begleitet. Und viele von uns wissen nicht, welche Engel ihn, sie oder es so begleiten. Aber es gibt immer einen Engel, den fast alle kennen und der auch wirklich immer für uns da ist. Und das ist der Schutzengel. Und ich habe mal mein Symbol für meinen Schutzengel mitgebracht in diesem kleinen Beutelchen. Der ist hier zu Hause. Das ist mein Schutzengel, mein persönlicher Begleiter. Den habe ich immer in der Tasche. Er muss mit mir überall hingehen. So, wir bitten jetzt darum, dass dieser Schutzengel erscheint, was er dann auch direkt tut, weil er sowieso schon da ist. Und stellen uns jetzt vor, dass die Energie von diesem Schutzengel sich als energetische Kugel über unserer rechten Hand manifestiert. Konzentriere dich darauf. Und jetzt geben wir die Energie von diesem Engel auf unser Wunschkärtchen. Und lassen es ein bisschen wirken. Schließ die Augen, konzentrier dich. Geh davon aus, dass dein Schutzengel jetzt deinen Wunsch, diesen Wunsch Nummer 2 ganz ausdrücklich begleitet. Und dann bedanke dich. Danke, danke, danke. Wenn deine Hände noch kurz in die Dankeshaltung, wenn dir danach ist. Danke, danke, danke. Und jetzt bleibt dir nur, diesen Wunschzettel zu transformieren, am besten mit Feuer. Bis zum nächsten Mal. Fröhliche Weihnachten wünsche ich dir.